Hallo Leute, ja, herzlich willkommen hier bei Portal 2. Gerade nach Hause gekommen und schon geht's auch los. Lang erwartetes Spiel für mich. Den ersten Teil habe ich natürlich auch schon gespielt, allerdings habe ich ihn nicht let's played. Und ja, heute Abend wird dann mit Xanax der Koop-Modus gespielt. Hier seht ihr es, dieses Portal hat einen eigenen Koop-Modus, der sich, glaube ich, auch von dem Einzelspieler-Modus unterscheidet. Werden wir aber sehen, ich hoffe mal natürlich, dass sie sich unterscheiden. Das könnt ihr, wenn alles gut geht, heute Abend noch sehen. So, wie gesagt, jetzt würde ich mal sagen, starten wir mit dem Einzelspieler-Modus und hören wir mal rein, ob ein Video kommt. Ich werde einfach mal loslegen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie okay. Hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut. Okay, sehr schönes Tutorial. Übung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. Ich werde mal eben schnell, bevor es wirklich richtig losgeht, nochmal die Maus-Sensibilität ein bisschen höher stellen. Die ist mir ein bisschen zu langsam. Ja, schon besser. Sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Kriegen wir hin. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Oh, sehr schönes Bild. Ja, doch. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Oh, ja, sehr schön. Ich merke schon richtig, wie ich hier entspanne. Gehen Sie jetzt zum Bett zurück. Okay, ab zum Bett. Und E ist schlafen. Moment, da muss ich doch nochmal in die Option. Tastaturbelegung ändern. WASD, springen ist okay. Das kommt dahin. Benutzen mache ich hierhin. Und ich glaube, das kommt mal hierhin. Schnell speichern, genau, F6, das werden wir bestimmt auch nochmal brauchen. Okay, anwenden, fertig und zurück zum Spiel. So, jetzt kann ich mit F schlafen, sehr schön. Das ist dann auch die Steuerung wieder, wie ich sie mir immer hinbastel. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9. Wir möchten Sie darüber informieren. 9, wie viel? 9 Jahre? Hallo? Oh mein Gott, sieht das abgefuckt aus. Heute noch? Irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst du... Nein? Diese Anlage im Hyperschlaf zu überdauern. Kannst du die Tür aufmachen? Na gut, ich werde erstmal die Tür öffnen. Ah, du siehst furchtbar, gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast natürlich genügend Zeit, dich zu erholen. Lass ich wusste, wie lange ich geschlafen habe. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig, vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen, nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Alles klar, mach's gut. Fährt jetzt unser komplettes Zimmer weg, oder wie? Alles klar mit dir da unten? Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Vorgeschichte kennt. Hallo? Ja, ich höre dich. Der Roboter... Oh Gott, wie hieß er doch gleich? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber also alles wie sonst auch. Wenn du unruhig bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. 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 Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Apfel ist dann wohl ducken, was? Ach, okay. Ich kann nicht sprechen. Okay, das war nah genug dran. Weiter so.
würde ich mal sagen. Wir haben Hirnschaden erlitten, wir können nicht mehr sprechen. Sind nicht funktionsfähig. Wir können nur noch springen. Halten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Ja, Kernschmelze hört sich böse an. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Okay. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? So, ihr seht schon, wir waren im Prinzip nur in so einem Container drin. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testobjekt mehr auf. Ich werde mal hier oben mich irgendwo hin bewegen, dass wir hier nicht runterfallen. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Boah, da vorne hätten wir vielleicht... Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand noch können wir nicht der 10.000 raus. Testsubjekte, die ich überwachen soll? Wow, 10.000 ja, Testobjekte. Und seht mal hier raus, wie viele Container wir hier sehen. Ist da genug Platz für mich? Das ist ja echt krass. Ich muss hier erstmal durchkommen. War scheinbar ein Testsubjekt okay, drin ich gefangen. Ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das vorne Management Kammer hier runterkommt zwei. Und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. ein kleiner Zusammenstoß. Wow. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts okay, von geht klar, Junge. So. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt Docking es etwas, Station das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Alles klar, und was könnten wir wohl zu unserer Flucht brauchen? Ich würde ja mal fast vermuten, die Portalkanone. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert los werden. Hau uns aber einfach durch das Ding durch und dann können wir was loslegen. Geschafft? Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. So, dann lasst uns hier jetzt mal, na, kann ich schon, darf ich schon? Wir springen hier erstmal raus. Aber jetzt mal ehrlich, du bist und die erste Errungenschaft freigeschaltet. Aber, springen kannst du gut. Ja, yeah, springen kann ich gut. Und ducken kann ich auch. Also, juhu. Streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Alles klar. Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. So ist es gut. Und das hier unten, genau hallo, das hier, willkommen im Aperture Science Enrichment ist die alte Testkammer, wo man bei Portal 1 gestartet ist. Ihr kennt es wahrscheinlich. Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Okay. Das Portal und wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Yay! So, und da sehen wir uns wieder. Wir sind wieder weiblich, haben wieder diese tollen Schuhe an, damit wir uns auch nicht die Haxen brechen, wenn wir aus 300 Metern Höhe runterfallen. Und genau wie im ersten Teil gehen wir hier durch. Ja, Portal, die meisten werden es kennen. Wir gehen da rein, kommen hier in dem blauen Portal wieder raus und können uns selber sehen, wie ihr hier seht. Und ja, wer sich noch an Portal 1 erinnert, da gab es ja noch nicht diesen Pflanzenbefall etc. Da sah das hier noch alles ein wenig, ja, anders aus. Und das sind die Testkammern. Pflanzenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Es ist unwahrscheinlich, aber es könnte Sie das noch passieren. Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Okay, zum Glück sind wir erlaubtes Material. Wir werden hier nicht gegrillt, wenn wir da reingehen. Ein bisschen hat sich die Anlage schon verändert. Das sieht man. Die Aufzüge sahen damals noch ein wenig anders aus. Naja, wir gehen auf jeden Fall rein. Es geht eine Etage tiefer. Für uns heißt das Ladebildschirm. Und ja, sehr cool eigentlich, dass wir genau hier, wie im ersten Teil, in der gleichen Kammer starten. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Alles klar, auf Sie erleben legen lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Nee, wir hören dich zum Glück noch. So, wir gehen hier weiter und kommen wieder gleich in die nächste Testkammer. Ich muss sagen, die Glaseffekte hier sehen echt richtig cool aus, finde ich.
Ich würde mal sagen, hier können wir runterspringen und ich weiß nicht, ich finde das Glas sieht echt geil aus. Aber ich kann es leider nicht zerstören. Aktivieren wir diesen Knopf, wie es uns befohlen wird. Jetzt haben wir da das Portal aktiviert. Das heißt, wir können hier durchgehen und könnten uns hier raufstellen. Bringt uns aber eigentlich nichts, denn, wie ihr gerade gesehen habt, die Tür geht natürlich wieder zu, sobald wir runtergehen. Das heißt, erstmal dieses Portal hier öffnen und diesen Kubus hier nehmen. Ja, auch wenn das jetzt gerade schon ein wenig routiniert aussieht, das ist wirklich das erste Mal, dass ich den zweiten Teil spiele. Aber wie gesagt, den ersten habe ich schon gespielt. Kann ich das damit eigentlich zerstören? Ne. Und von daher sind diese Rätsel jetzt hier noch nicht wirklich eine Herausforderung mit den, ja, wo wir jetzt einfach nur den Kubus hier ein wenig durch die Gegend transportieren müssen. Sind so ein bisschen tutorialmäßig jetzt. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Alles klar. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum zurückkehren, sieht doch gut aus, ein richtig schöner Stau. An den Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ja, sauber. So. Und wieder ein Ladebildschirm, okay. Also das Teil werden wir jetzt mal am Anfang ein bisschen häufiger sehen, wenn wir hier die Level noch recht zügig auf die Reihe kriegen. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird, wird sie was? Man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich wird sie von einer, was war das? Irgendeine Wolke regiert. Ich keine Ahnung, was er da gesagt hatte. Ich sollte vielleicht noch mal ein bisschen besser zuhören. Das kommt davon, wenn man gerade von der Arbeit kommt. Oh, na, Kumpel. Auf dem Podest, da müsste eine Portalkanone liegen. Yeah, endlich. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Ich sehe sie aber. Nein, ich sehe sie auch nicht und ich bin da doch. Oh Mann. Okay, nächstes Mal höre ich dir zu. So. Ich lebe noch, ja. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Okay, bis gleich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einfach ja, gut. Sehr nett von dir. Immerhin wird er uns begraben, falls er unsere Leiche findet. Und hier sind auch schon überall wieder so richtig coole Zeichnungen an den Wänden. Das war im ersten Teil, waren ja ein paar Botschaften. Und da seht ihr auch wieder den Kuchen, wie er hier von dem... Das war der Endgegner in Portal 1... dem Kuchen gereicht wird hier an den... Ich könnte sein, dass wir das hier letztes Mal waren, dass das die Spielfigur aus Portal 1 ist. Und seht mal, hier haben wir den ersten Teil der Portalkanone und wir können jetzt mit der linken Maustaste ein blaues Portal erschaffen und... Wo ist das Orange, ne? Ah, da oben. Genau, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns doch dadurch. So, springen wir einfach mal durch. Dann können wir jetzt hier oben lang. Hoffen wir mal, dass das hier auch alles so hält. Und ja, hier wieder der ganze Pflanzenbewuchs. Also, wie gesagt, das ist ja alles ein wenig verwildert. Ah, wir können jetzt... Das ist auch neu. Wir können die Portale durch Wände sehen, scheinbar. Okay. So. Und hier sind wir schon in den ersten Räumen, wo die Forscher drin gesessen haben, um die Testobjekte dabei zu beobachten, wie sie die verschiedenen Tests ausführen. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Sehr gut, dann kann den Robotern ja nichts passieren. Ich würde sagen... Was ist denn hier unten? Ob hier noch was ist? Ich werde mal eben schauen. Nö. So viel wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Beim letzten Portal-Spiel gab es ja... Ah, cool, die Kameras wieder. Die montieren wir doch mal gleich ab. Beim letzten Portal-Spiel gab es eigentlich... Gut. Ja, nur die Portalwaffe. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militär-Android Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay. Und wo genau ist mein Protokoll eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Scheinbar nicht. Also, ab in den Fahrstuhl, eine Etage tiefer wieder. Ja, wir fahren irgendwie immer nach unten. Merkwürdig, merkwürdig. Und mal schauen, was uns jetzt in der nächsten Kammer erwartet. So, weiter geht's. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2,
1. Yeah. Genial gemacht. Also ich finde die... Das Spiel ist echt genial. Die Kamera montieren wir gleich mal wieder ab. Oh nein, wo ist die schöne Musik hin? So, wir dürfen wahrscheinlich, genau, den nächsten Kubus hier wieder uns holen. Und ihr habt es gesehen, Objekte, die durch das Portal gehen, kommen natürlich auf der anderen Seite auch wieder raus. Das heißt, wenn ich den Kubus jetzt da wieder runterschmeiße, dann kommt er da raus und wir haben jetzt dadurch darauf geworfen und das Tor damit geöffnet, wo wir wieder durchgehen können. Und hier, ehemals Testkammer 4. Also für alle, die Portal gespielt haben, vielleicht kommt das euch ja alles ein bisschen bekannt vor. Ich überlege gerade, ob das hier die erste Kammer damals war, wo man... Ich glaube, man kam irgendwie von hier oben und musste erst die Tür öffnen. Ich bin mir aber absolut nicht mehr sicher. Also es mag sein, dass ich auch... Ach, wir müssen da drüben erstmal hin. Es mag sein, dass ich auch totalen Quatsch erzähle. So, dann schnappen wir uns das Ding mal. Und legen das hier rauf. Haben wir dann hier noch einen zweiten? Genau, da liegt der zweite. Und üb, einmal hochspringen. Kriege ich den? Genau. Dann legen wir den doch einfach mal Gute hier Arbeit. Ab. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unbedingtes Lob. Alles klar. Okay. Oh, jetzt sind wir gerade ein bisschen... Ah, da haben wir es ja. Und das Portal ist genau über uns. Also, sehr schön. Man kann sich eigentlich immer sehen, wenn man halt die Portale so hingelegt hat. Okay. Boah. Gottes Willen, wieso bin ich eigentlich so schreckhaft geworden in letzter Zeit? Bei Neri mir auch schon. Ich muss sagen, das hatte ich eigentlich sonst nie. Okay, weiter geht's. Ach, hier öffnet sich die Tür schon. War hier gar nichts mehr. Hier ist auch noch eine Treppe und alles gewesen. Ich schaue mir mal die Level so ein bisschen an. Das. Okay. Irgendwelche komischen Formeln. Unreason. Ja, wie auch immer. Wie gesagt, von hier haben die Wissenschaftler uns damals zugeschaut, im ersten Teil, wie wir unsere Aufgaben erfüllt haben. Das ist natürlich immer sehr hinterhältig gewesen, dass die einen heimlich beobachtet haben und man ja gar nicht so wirklich wusste, warum bin ich eigentlich hier in dieser Einrichtung? So wie wir es jetzt im Prinzip auch noch gar nicht so wirklich wissen. Wir sind einfach nur aufgewacht in diesem Container mit zigtausend anderen Containern und... sind einfach nur ein Testobjekt hier, um irgendwelche Rätsel zu lösen. Wird das Enrichment Center mit Feuerwellen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay, kriegen wir hin. Ich finde diese, die ganzen Kommentare hier von den Robotern, also was heißt Robotern, von diesen mechanischen Stimmen, die hier immer wieder, irgendwas zu sagen haben. Total genial. So, wir haben noch kein Portal. Kann ich hier etwa durch? Nee. Ich will... Ach, da ist doch ein Portal. Springen wir einfach mal raus. So. Welche Testumgebung war das denn? Um Gottes Willen. Unser Portal ist da. Das heißt... Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie... Sag mal... Aber hier kann ich nichts hinbauen. Genau, es gibt natürlich auch Flächen, wo wir kein Portal hinsetzen können. Und dann sehen wir natürlich immer alt aus. Wo sind wir jetzt genau rausgekommen? Da geht's rüber. Da ist ein Kubus auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir jetzt uns auf... Nee, wenn wir den Knopf hier drücken, dürfte der Kubus ja hier rauskommen. Genau. So, setzen wir den mal eben hier rauf. Und dadurch haben wir jetzt hier... Ey, cool, wartet mal. Sehr cooler Effekt. Also ihr seht das, wenn ich das jetzt hier rauf platziere, fern hier diese Dinger aus dem Boden und ich kann hier problemlos hochgehen. Und jetzt wird der nächste Kubus da runterfallen, da rauffallen und dann hoffentlich auch wieder daraus. Wofür ist das hier denn? Ah, okay. Nochmal. Das ist wahrscheinlich dann, um das aufzurichten. Genau, und jetzt den nächsten Kubus raus. Nein, das hat nicht gepasst. Jetzt, hoch, hoch. Wow, da haben wir das Ding aber richtig weggeschleudert. Okay, aber immerhin ist es hier liegen geblieben. Also schnappen wir uns das Teil natürlich. Und setzen es hier oben rauf.
um zur nächsten Testkammer zu gelangen. Sesam, öffne dich. Das Management Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay, da haben wir Glück, dass immerhin die aufgezeichneten Sprachmitteilungen von Aperture Science uns hier noch begleiten. Wir sind also nicht allein, Leute. You are not alone. Und mal schauen, was uns jetzt in dieser Umgebung hier erwartet. Na, willst du uns nichts erzählen? Doch, ich soll wohl erst ein bisschen durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Okay, ich drück, was heißt ich, drückt ihr mir lieber die Daumen, dass die physikalischen Gesetze jetzt auch noch gelten und Eintrittsgeschwindigkeit in das Portal gleich Austrittsgeschwindigkeit in das Portal ist, damit wir super Sprünge machen können. So, ihr seht das schon, wir müssen da vorne gleich rüber. Ich werde erstmal kurz hier runterspringen. So, wir müssen da rüber, kommen wir aber von hier aus nicht. Und wenn wir jetzt hier runterschauen, sehen wir hier schon, da können wir Portale hinmachen. Hier auf dem dunklen Material ja nicht. So, das heißt, wir springen jetzt mal hier raus, kommen im Portal raus und dadurch, dass wir diesen Sturz hier hatten, sind wir mit einer erhöhten Geschwindigkeit da oben rausgekommen und wurden hier rüber katapultiert. So, gleiches gilt natürlich jetzt auch für den Kubus. Der liegt jetzt da, okay. Ich dachte, er fällt vielleicht gleich durch. Dann nehmen wir den einfach in die Hand und... Ah, nein! Okay, das war ein bisschen dämlich gerade. Jetzt habe ich natürlich vergessen, das Portal da unten wieder neu hinzubauen. Das heißt, so, und jetzt springen wir da mal durch. Yay! Und dann haben wir diese Kapsel geschafft. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen! Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Juhu! Das heißt, wir sind die Zukunft. Habe ich das jetzt richtig zusammengereimt? So, da oben kommt der nächste Kubus. Da drüben liegt er. Und ihr seht schon, es gibt eigentlich nur diese eine Stelle fast, wo ich das Portal machen kann. Da oben ist wieder eine böse Kamera. Pfui. Wo ist das orangene Portal denn? Ah, okay, da unten. Das heißt, wir machen das blaue dahin. Hier gibt es ja nichts mehr. Springen hier runter und werden dann hoffentlich da wieder rüber katapultiert. Genau. Und können hier den Kubus uns schnappen. So, jetzt müssen wir da... Wo ist denn das Teil, wo der Kubus rauf muss? Moment mal. Blub, blub, blub. Dahinter muss es irgendwo sein. Okay. Heißt, ich werde erstmal hier rüber gehen. Und den Kubus könnten wir da ja mal hochschmeißen. So. Legen wir uns das Portal mal dahin und hoffen, dass wir dann da rüber katapultiert werden. Oh ja, das hat ja locker gereicht. Können wir da oben hin? Nee, leider nicht. Okay, also hier ist der Schalter, wie gesagt. Legen wir das Teil mal rauf. Jetzt müssen wir da oben raufkommen. Können wir wahrscheinlich von da oben sogar, wo wir jetzt schon gerade das Portal hingemacht hatten. Moment, ungefähr hier. Hauen wir da ein Portal hin und springen hier wieder in das andere Portal rein. Sie können wow, stolz sein, so sind weit wir gekommen gut. zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Okay, ich denke, wir können die Zivilisation wieder neu aufbauen. Ich meine, wir sind klug, jung und dynamisch. Und ich würde mal sagen... Ich habe nämlich schon wieder ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Das Spiel macht aber auch einen Heidenspaß. Bin jetzt schon knapp 24 Minuten am Aufnehmen, glaube ich. Und da ich den Part eigentlich noch rendern wollte und heute hochladen wollte, sollte ich mit genug langsam zum Ende kommen. Wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Okay, wow, das Enrichment Center erkennt mal unsere Rechte an. Sowas hat es noch nie gegeben vorher. An dieser Stelle... F6, Spiel wird gespeichert, Spiel ist gespeichert und wir sehen uns dann morgen hier wieder bei Portal 2. Ich hoffe, das Tutorial hat euch schon mal ein bisschen Spaß gemacht und ja, hat euch heiß aufs Spiel gemacht. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!